Oh, eine große Halle. Eine sehr, sehr große Halle. Und da ist ein... Oh, Mephiten! Hey, wer hätte es gedacht? Die kleinen Popelfiecher sind wieder da. In Zusammenhang mit, da steht noch irgendwas. Das dürfte ein Wrock. Wrock sind knochige Kreaturen, die an dimensionale, aufrecht gehende Geier erinnern. Sie sind die mächtigen Fußsoldaten der Abyss. Wrocks sind eitel und arrogant und stolzieren oft in der Schlacht hin und her, um ihre eigenen scharfen Klauen und Schnäbel zu bewundern. Na Glückwunsch, wenn es dir Spaß macht. Ich werde in der Zwischenzeit erstmal deinen Untergefolge hier in Form der Luftmephiten zerstören. Und wehe, der Wrock, der hat Unsichtbarkeitszauber drauf, ey, dann raste ich aus. So. Moment, wir gehen kurz auf Abstand, machen das Bardenlied an. Und dann, was habe ich denn? Lantanischen Ring und Ring des Schurken. Ich werde jetzt mal für den Rest des Turms, soweit es geht, den Ring der Elementarresistenz tragen. Weil ich bisher einfach viel zu viel Schaden dadurch gefressen habe und ich jetzt mal sehen möchte, wie sich eigentlich die Resistenzen auswirken, wenn ich das durchhalte oder durchziehe. Oh! Unser erster Succubus und leider hat sie keine Beschreibung. Schade. Weil es ein Herbeigezauberter ist. Moment, was hat der Kerl gesagt? Ah, ja. Kater wird sehen, wenn ich euch das Fleisch von den Knochen ziehe, kraftlose Kreatur. Ja, ich werde dir gleich zeigen, wie kraftlos ich bin, mein Freund. Vor allem gegen Lino hast du schon keine Chance. Glaubst du, das ist eine Chance gegen mich? Dass ich nicht lache. Oh, Level up rückt näher. Lange dauert's nicht mehr. Was hast du denn? 3 Goldmünzen für einen Wrock. Ich lache mich tot, ey. Sind hier noch mehr, die von diesen kleinen Biestern noch habe ich jetzt schon geschafft. Ist ein bisschen leer hier oben. Dafür, dass es so eine große Halle ist, ist hier extrem wenig zu finden. Sesam, öffne dich bitte schön. Oh, das ging schnell. Hat Lino ausnahmsweise mal was hingekriegt? Oh, ein Streithammer. Der kommt natürlich direkt in mein Beutelchen. Passt auch perfekt rein. Ein ganz bisschen Platz ist noch. Ansonsten nehme ich einfach meine zweite Tasche. Ich habe ja genug Platz. Okay, das sieht aus wie so eine Art Versammlungsraum mit diesen Thronen. Was ist die Mehrzahl von Thronen? Throne? Klingt nach Tröten. Eine Bauernadel. 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 Was denn? Bauernadel oder Bauernadel? Schadensresistenz. Ui, das ist eine ganze Menge dafür, dass man das Ding trägt. Das müsste einiges wert sein. Und Stufe 4. Moment, was? Stufe 4 haben wir doch schon. Stufe 4, Stufe Dings. Stufe 7, Stufe Dings, Stufe 4. Toll. Die Steine werden doppelt verteilt. Yay. Das heißt, ich muss jetzt in die oberste Etage oder habe ich eine vergessen? Das wird mich ärgern. Au, es hat so wehgetan. Ne, nimm den Trank mit, Aaron. Nicht einfach liegen lassen. Bist du blöd oder so? Komisch. Ja, okay, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich dachte, man könnte in alle Ebenen rein. Schuriken des Helden scheint, sieht aus wie eine Goldmünze. Benommenheit und Verbesserungsbonus. Yay, wie wir die überhaupt nicht brauchen. Noch ein paar Säurepfeile und Goldmünzen. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier scheinen wir schon fertig zu sein. Kurzer Aufenthalt. Dann tausche ich mal ganz kurz meine Ringe nochmal aus. Ich weiß leider nicht, wie und wann ich die Ringe brauchen kann, die ich trage. Deswegen wechseln wir einfach mal hin und her. Und lass mal kurz gucken. Gehe ich die Etage nämlich nochmal durch vom Gedächtnis. Ja, 1 und 2 waren wir auf jeden Fall. 4 haben wir gerade gefunden, aber da habe ich schon Stand. Dann waren wir auch. 6 waren wir auch und 7 waren wir gerade eben. Das heißt, wir müssen jetzt in die oberste Etage. Gut, mir auch recht. Ist mir auch recht. Dann komme ich wenigstens endlich mal an die Orte, 9. Etage, die für mich storyrelevant wichtig sind. Zu sehen an dem lila Leuchten da vorne. Garantiert storyrelevant und wichtig. Wenn nicht, dann lache ich mir einen ab. Kann ich mich ja noch ausruhen? Ja. Ich möchte nämlich meine Pfeilzauber wieder haben. Ohne die fühle ich mich inzwischen irgendwie nackig. Pfeilzauber sind sehr kleidsam heutzutage. Ohne würde ich niemals aus dem Haus gehen.
Sehr schön. Quick Save. Und dann lass mal kurz sehen, was da dann abgeht mit Unsichtbarkeit vorher. Ich sehe von hier aus schon Arklem. Unmöglich. Okay, das heißt, dieser Magier-Typ wurde von ihm zu einem Licht gemacht. Sehe ich das richtig? Ich kann. Moment, der ist freundlich? Ich kann mit dem reden? Okay. Reden wir mal mit ihm. Aha. Ich sehe, das Tal ist so endlich angekommen. Und wer seid ihr? Jemand, der eure Fortschritte im Tour mit großem Interesse verfolgt hat. Mein Lieber, ihr beweist erstaunliche Entschlossenheit. Ich war schon Gebieter dieses Turms lange bevor dieser Usurpator meinen Platz eingenommen hat. Ich habe eure Gegenwart sofort gespürt, sogar von diesem kleinen Gefängnis aus. Ihr seid also Arklem Greed, der frühere arkane Erzmagier. Also ein Ruf mir voraus. Ja, ihr habt recht, Sterblicher. Ich bin auf den Turm geflohen, als Maugrim seine wahren Absichten offenbarte. Aber ich war nicht schnell genug. Maugrim hat magische Kräfte, die eure Vorstellungskraft bei weitem überschreiten. Er steht noch hoch in der Gunst seiner Herren. Und selbst die Macht, die diese Frau mir verleiht, konnte meine Gefangennahme letztlich nicht verhindern. Ihr seid ein Leichnam? Vielleicht seid ihr einfach nur schwächer? Okay, ihr seid, ihr habt euch also in einen Leichnam verwandelt, was? Das habe ich auf Anraten von Nefitis. Es hat sich als sehr nützlich erwiesen. Sowohl für mich als auch für die Bruderschaft. Maugrim war eine Überraschung. Er ist mein Feind. Und das heißt, wir befolgen die gleichen Interessen, nicht wahr? Befreit mich aus diesem magischen Gefängnis, Sterblicher. Wenn ihr mir helft, dann helfe ich euch auch. Ja, das klingt nach einem fairen Deal. Wie werdet ihr mich belohnen? Wie soll ich euch freilassen? Wieso soll ich euch freilassen? Vor allem allgemein, anscheinend habe ich noch keine Option, Ihnen das direkt zu sagen. Ach, wirklich? Wie wäre es denn damit, mein fantasieloser Freund? Seht ihr die Tür, die mein Allerheiliges führt? Habt ihr versucht, sie zu öffnen? Ich tippe mal die da vorne. Sie ist fest verschlossen. Durch Zaubersprüche, die ihr auf keinen Fall überwinden könnt. Ich weiß zufällig, dass sich Maugrim dahinter aufhält. Seinetwegen seid ihr doch hier, oder? Ich habe die Zaubersprüche erschaffen, die die Tür versperren. Ich kann sie für euch öffnen, aber erst wenn ich frei bin. Entweder das oder ihr kehrt dahin zurück, wo ihr kommt. Ohne etwas erreicht zu haben. Was sagt ihr jetzt, Sterblicher? Habt ihr wirklich keine Wahl? Ich werde einen anderen Weg finden. Wie kann ich euch denn nun hier rausschaffen? Seht ihr die vier Kohlenfeuer, die mich umgeben? Sie sind es, die den Magiekäfig aufrechterhalten, in dem Auge mich gefangen hält. Sie werden ihre eigene Magie beschützt. Zu viel, als dass ich sie allein überwinden könnte. Aber wenn ihr sie beschädigen würdet und ich euch mit meiner Macht unterstütze, dann könnte man sie zerstören und ich könnte befreit werden. Greift sie an, egal wie, und ich werde unterstützen, so gut ich kann. Dann werde ich die Tür zum Allerheiligsten vor euch öffnen und diesen Ort verlassen. Woher weiß ich, dass ich euch vertrauen kann? Ihr seid ein törichter Mann. Das könnt ihr nicht. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich lieber von hier fort wäre, als mich selbst um euch zu kümmern. Habt ihr eine andere Wahl? Dann geht. Ich bin diesem Käfig leid. Ich würde mir gerne mit ansehen, wie ihr morgen Schwierigkeiten bringt, Elf. Oh, diese Stimme geht auf den Kehlkopf ein bisschen. Aber ich habe sie wahrscheinlich gleich mit gutem Vega-Sound hinterlegt. Und ich muss gehen wegen ihr. Oh, entschuldigt. Fangen wir doch mal mit der Ecke hier an. Er sagt, wir können das Ding auf jede erdenkliche Art angreifen. Das heißt, ich werde meinen Bartenzauber als erstes hochziehen und ihn per Fernkampf attackieren. Denn wahrscheinlich
denke ich mir meistens sowas irgendwie wie ein Elementar oder sowas in der Richtung auftaucht, sobald das Ding kaputt ist. Dann wie viele Pfeile habe ich noch? Oh, das sollte reichen. Was kommt raus? Ein Verschlingerskelett. Untote Intellektfresser werden von bösen Hexenmeistern wieder zum Leben erweckt. Sie sind im Gegensatz zu ihren lebendigen Vettern sogar noch widerstandsfähiger und intelligenter. Moment, 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 Moment. Wenn das Vieh wieder, genau, irgendwelche komischen Aktionen auf er, in der Lage ist zu wirken, solche komischen Strahlen, dann will ich nicht mit Lino in einer Linie vor dem Typ stehen. Dadurch verhindere ich schon mal, dass sowas passieren kann. Danke. Sehr schön. Der Effekt ist direkt wieder weg und wir nehmen das nächste Teil in Angriff. Aber sehr viel geholfen hast du mir nicht, mein lieber Freund. Da habe ich mir mehr erwartet. Wie viel noch? 600 Punkte. Also wenn jeder Mob, den wir hier besiegen, ein mächtiger Feuerelementar, okay. Oh, Moment, der hat Schwäche gegen Kältepfeile. Haha, sehr schön. Leno, es wäre super, wenn du den Typen irgendwie tanken könntest. Dankeschön, denn der hat Schwäche gegen Eispfeile. Das heißt, wenn ich den mit meinen Eispfeilen angreife, wird das jetzt übelst wehtun. Bam, 12. Nächster Bam, daneben. Yay. Lino. Ja, okay, Lino tot. Ich mach den Rest. Hoffe ich zumindest. Na komm schon, epischer Showdown. Wer stirbt zuerst, du oder ich? Wahrscheinlich ich, wenn ich so doof frage. Los, Anachron. Wozu haben wir die tollen Pfeile gekauft, wenn nicht hierfür? Das schaffst du! Ja! 433. Oh, es ist so knapp! Ich hab's gleich geschafft, Leute! Es freut mich jetzt schon! Verdammt, danke! Das ist ja noch schlimmer als in WoW oder Diablo, ey. Hier freue ich mich wirklich über jedes Level ab, wie ein kleines Mädchen. Wie beim Tokyo Hotel Konzert. Weil es einfach so scheiße lange dauert, ein Level abzukriegen. Aber dieses Mal gehe ich wieder auf Arcana Bogenschütze. Dann müsste ich auf Stufe 4 nämlich eigentlich ein Bonustalent kriegen. Und da findet sich sicherlich irgendwas Interessantes, was man nehmen könnte. Ich meine, wir reden hier von Talenten. Die sind immer interessant. Ein Smaragd. Oh, die sind einiges wert an Geld. So, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir mal die Tür da. In welcher Art hilft der Kerl uns eigentlich? Mal ganz ehrlich, er hat gesagt, er will mir helfen und eingreifen. Bisher habe ich gesehen, wie er rumstand, nichts getan hat und noch mehr rumstand. Mit einem lila Leuchten um sich rum, das muss ich ihm zugeben. Das lila Leuchten sieht cool aus. Aber mehr auch nicht. Oh, fuck, ein Knochengolem. Der sieht geil aus. Werden von verdorbenen Magiern erschaffen und normalerweise dazu eingesetzt, Schätze zu bewachen. Ihre Körper wurden aus den Überresten von humanoiden Kreaturen und Monstern zusammengestückelt. Ja, und ich habe allein schon wegen der Form sehr großen Respekt vor den Dingern. Denn ich finde, die sehen arschgeil aus. Und haben einen Furchtzauber drauf, der Lino in den Frucht getrieben hat. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sollte mich ein wenig in Sicherheit bringen. Der kann gerne auf Lino einkloppen, solange sie in einem Furchtzauber drin ist. In der Zeit schieße ich drauf. Denn erkennen kann der Kerl mich vorerst nicht. Dass Lino mal in einem Furchtzauber-Zustand ist, hätte ich nicht gedacht. Das erste Mal, glaube ich, im gesamten Spiel. Na, vielleicht das zweite Mal, um sicher zu gehen, sage ich jetzt mal. So. Und das letzte Kohlebecken. Direkt mit einem Crit. Und jetzt kriegen wir auch... Nein, kein Slat! Die Herrscher, der Todesslat, der chaotischen, froschähnlichen Volkes... Starke magische Kräfte und geschulte Kämpfer. Fick dich, kein Slat, nein! Weißt du was, ich nehme Pfeilzauber dafür. Aus die Maus. Ich habe keinen Bock darauf. Mal gucken, wie viel Feuerresistenz der Kerl hat. Natürlich viel zu viel! Hey, das heißt, wir müssen mit konventioneller Methode rangehen. Toll! Was hast du denn? Schadensreduzierung und Regeneration. Toll, 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 toll. Und der kloppt gerade Lino in den Boden. Er kloppt ihn gerade... ungespitzt. Also sie... verpiss dich! Ich mach doch nicht mit, wenn du unsichtbar kein verpiss dich!
lustig, wie sie alle in diesem scheiß Turm Unsichtbarkeit können. Jedes Guffelmonster in diesem Turm kann Unsichtbarkeit. Langsam wird's nicht mehr lustig. Arg. Moment. Ich habe da eine Möglichkeit, ihn ein wenig zu nerven. Wenn ich nicht einen Zauberpatzer habe, ich voll Idiot. Anachron, hör auf! Willst du, dass wir sterben, oder... Ja, du willst, dass wir sterben. Ich sehe schon. Du willst einfach, dass wir sterben. Gib's zu. Du bist so ein verfickter S&M-Typ. Du willst, dass wir gerade sterben. Kannst mir nichts anderes erzählen. Ich helfe dir auch gerne mit, jetzt diesen Slutter zu töten, Linu. Aber es kann nicht sein, dass wir daran scheitern. So, da ist er. Linu, da ist er. Da ist er. Neben dir. Linu, neben dir. Dumm. Oh mein Gott. Yay! Das war ein Todeszauber, meine Freunde. Ein gescheiterter Rettungswurf gegen Todeszauber und ich war tot. Toll, ne? Oh Mann, ey. Also jetzt ist echt Hopfen und Malz verloren langsam. Ich muss diesen Kerl irgendwie richtig in den Arsch treten. Wartet mal. Ich habe doch garantiert irgendeinen Zauberspruch dabei für, oder? Tensas Umwandlung, Kugelblitz. Tödliches Phantom vielleicht. Abbild, Schrecken herauf, Willenswurf gelingt, erkennt Abbild nicht real, das wird alle außerdem des Zaubers. Zähigkeit, Selbstzähigkeit, nee, es ist blöd. Was bringt ein Finger des Todes? Stirbt es. Drei Würfe, jo, das ist gut, hier. Finger des Todes auf Slat. Na komm. Einfach ein bisschen durchhalten, Lino, das passt schon. Ja, ja, Anachron. Oh nein, 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 der Charakter hat keine Zauberkunde, um das zu benutzen. Ah, ich kann kotzen. Dann machen wir es halt auf die althergebrachte Methode. Kein Bock mehr. So, Schicht im Schacht. Nein, 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 nein. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Zauber es ist. Das müsste schwarzes Loch sein, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist übel. Der saugt das gesamte Leben und alle Kreaturen in der Umgebung ein. Und endlich habe ich mein Level up. Verfickte Scheiße. Und wehe, du greifst mich jetzt an, Arklim. Wehe. Ich habe gerade mein Level up gekriegt. Das heißt, wenn ich jetzt mein Level up anklicke, dann bin ich voll geheilt. Und dann kannst du mich mal, Junge. So. Okay, was kriegen wir? Hier, magischen Gegenstand benutzen, 16 Punkte. Und ich kann diese scheiß Schriftrolle nicht nehmen? What the fuck? So, Sagenkunde höher treiben. Ja, Konzentration ist ja nicht meine Klassenfähigkeit auf der anderen Dingsbums, oder? Dann könnte ich da ruhig Punkte rein investieren. Nee, komm, wir sparen uns die Punkte auf und geben sie beim nächsten Mal aus. Och toll, Mann, ich krieg nicht mal ein extra Talent, ich krieg nur meinen Suchpfeil ab jetzt. Naja, was will man machen? Der Suchpfeil trifft immer, egal was ich mache. Ich habe ihn zwar nur einmal pro Tag, aber ich treffe damit zu 100%. Und irgendwann werde ich den Suchpfeil sicherlich mal brauchen, wenn ich mir so sage, der Typ ist fast des Todes und ich treffe einfach nichts mehr. Dann sage ich, ich nehme diesen dummen Pfeil und gut ist. Ich werde dann auch mal hier in die Leiste reinpacken, damit ich das wieder finde. Warte mal, Zaubereigenschaften. Wo ist das Ding denn jetzt gelandet? Nein, 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 nein. Zaubertricks, Zaubereigenschaften. Ich muss erstmal wiederfinden, das Scheißteil. Barde. Nein, das ist Bardenlied. Arcana-Bogenschütze, wir haben was, ja, der Suchpfeil. Können wir uns auch mal kurz angucken. Arcana-Bogenschütze, die Fähigkeit, einmal täglich einen Pfeil zu verschießen, der sein Ziel niemals verfehlt. Ab der 6. Stufe zweimal und wird der Pfeil automatisch erschaffen. Jupp. Das heißt, wir kriegen sogar einen magischen Pfeil in die Hand gedrückt, der nichts von unseren hier abzieht.